Ja, herzlich willkommen zum 10. Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Nachdem wir uns in der letzten Folge den Weg angesehen haben, in dem Markus nach Jericho kommt und einen weiteren Fall, den Connor und Hank zusammen abschließen oder nicht abschließen, denn wie gesehen scheitert Connor, weil ich als Mensch von der Software in dem Quicktime-Event an der Nase herumgeführt worden bin. Oh. Wir beginnen erst mit Markus in Jericho. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Sich verstecken, nur um zu überleben? Das ist Freiheit für dich? Menschen hassen uns. Wir können nur im Verborgenen überleben. Für solche wie uns gibt es keinen sicheren Ort. Wenn Menschen uns entdecken, töten sie uns. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Ich kam nach Jericho auf der Suche nach Hoffnung. Aber sie hat wohl auch diesen Ort verlassen. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Okay. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Josh, Simon und Morph. Simon ist dasselbe Modell wie der Abweichler ganz am Anfang. Josh, so einen Androiden habe ich noch nicht gesehen. Und Morph, die, wenn ich mich jetzt nicht täusche, weist eine erstaunliche Ähnlichkeit auf zu dem Sex-Androiden, den Connor im Polizeirevier in den Akten gesehen hat. Das würde tatsächlich auch ihre Anwesenheit hier erklären. So, jetzt können wir hier erstmal ein bisschen für Gesellschaftsfähigkeit sorgen. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Wie heißt du? Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Ja. Tod und Sterben eines Androiden. Der Hinweis auf die Frage auf das Danach ist natürlich eine Zentrale für die Etablierung jeglicher Art von Religion. Also die Frage nach dem Sinn des Lebens und vor allen Dingen danach, welchen Sinn es hat, dass man nach dem physischen Tod nicht weiterlebt. Könnte auch ein Hinweis auf RA9 sein, also auf diese Messias-Figur Sie und haben ihn weggejagt, die als sie ihn nicht mehr Erlösung haben wollten. durch Er hat auf der RA9. Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Aber das reicht einfach nicht. Und wie überleben sie? Tun sie nicht. Wir sterben langsam aus.
Ja, also es scheint eine Kombination zu geben aus dieser Software, diesen Softwarefehlern, die zu diesem zwanghaften Schreiben RA9 führen, das eigenartigerweise sehr zentralisiert ist. Das heißt, es gibt eine Entwicklung, eine sogenannte Mutation von Software, die dazu führt, dass die Androiden aus dem Takt geraten und dann mehr oder weniger hierher zurückkommen. Ja, die Reserven gehen zur Neige. Wir wissen jetzt also, wo diese Cyberlife-Versorgungskisten herkommen. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht, wohin. Das ist sie. Und dann bin ich in Jericho gelandet. Das ist sie, die Androiden aus den Akten. Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wer fand diesen Ort? Das kann niemand mehr sagen. Wer es auch war, sein Körper liegt wohl irgendwo auf diesem Schiff. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Ja, insgesamt ist die Situation leidlich hoffnungslos. Und es braucht tatsächlich jemanden, der die Situation hier steuert. Was mich aber schlussendlich dazu führt, dass RA9 tatsächlich nur eine der Weg ist, den oder die Situationen sind, die ein Android-Gerät, wenn seine Software sich in einer spezifischen Art und Weise weiterentwickelt. Dein Lieblingszustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Hier. Ah, das scheint wohl Lucy zu sein. Bist du Lucy? Setz dich. Na dann. Zeig mal. Ich stoppe die Blutung. Ob das funktionieren würde. Trink das.
Ja, wir hatten ja beim letzten Mal die Anleihen an Neo in Matrix. Es sind sehr viele Szenen hier, die gib mir deine Hand. Ikonisch gebaut sind und dem nachempfunden sind. Lucy scheint ja so eine Rolle eines Orakels zu haben. Was auf der anderen Seite durch Amanda repräsentiert wird. Du hattest alles und hast alles verloren. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Naja. Hier formt sich Puzzlestück um Puzzlestück zusammen. Und man hat auch schon die unterschiedlichen Charaktere gesehen. Simon, den Abwägenden. Josh, den Friedfertigen. North, die eher Ablehnende und Hoffnungslose. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehlen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Okay. Noch der Gruppenzwang. Okay. Ja. Auch hier haben wir wieder eine Szene gesehen, in der es eigentlich relativ wenig zu entscheiden gab, sondern primär darum, bestimmte Sachen zu entdecken und sich ein Bild von einer Lage zu machen. Es scheint hier wirklich so eine etwas ruhigere Zwischensequenz zu sein in der Story von Marcus, die darauf hinauslaufen wird, dass ja, man sich gegen die Menschen erhebt, wie auch immer das dann aussieht. Wir sind immer noch am 6. November und jetzt wieder bei Kara und Alice. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Ah, sie folgen hier faktisch dem Hinweis, den sie durch den Androiden kurz nach ihrer Flucht erhalten haben. Sind jetzt also, und dass wir wissen, wo es ist, faktisch am anderen Ende der Stadt. Auch das sieht alles schon sehr nach Resident Evil 2 aus, ein Herrenhaus. Das heißt, die Erzähler beherrschen ihre Bildsprache. Auch das wäre wieder ein Gebäude, wo ich, glaube ich, außerhalb eines Spiels auf keinen Fall aus freien Stücken klopfen würde. Ja, aber Alice, Kara klingelt erstmal, klar. Ja, komm nochmal. Das war noch nicht genug. Tut sich nichts. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Das heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Naja. Alice sah jetzt nicht so aus, als ob sie gesteigerten Wert darauf legt, das Haus zu betreten.
Naja. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Gottes Willen. Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Bitte, macht es euch gemütlich. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Abweichler, hm? Was ist mit ihr? Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort, um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Gibt's hier noch irgendwas zu tun, zu sehen? Hier entlang. Vielleicht irgendwas. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Was ist das? Nochmal schauen. Ich mag das Haus nicht. Ja, ich auch nicht. Und den Mann. Ich auch nicht. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Beschwichtigen. Ich traue ihm auch nicht. Wir müssen aufpassen. Bitte entschuldigt das Chaos. Wir passen auf und deswegen gehen wir ganz allein in einen dunklen Keller. Für meine Maschinen. Das ist ja super. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Hier lang, bitte. Stell dich bitte da drüben hin. Jetzt so ganz konkret, wo ich hier bin, finde ich es doch nicht mehr so doll, ne? Okay, aber ich kann nicht mehr rausgehen. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. So. Jetzt schauen wir uns mal um. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also,
gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir Na, Luther? Diesem Elend ein Ende machen. Oh, wie sie sich wehrt gegen die, gegen den Reset. Ach, Kara. Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine... falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami hat dich gar nicht erkennen. Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Oh, Mensch, ins Kinder nochmal. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Eine super Situation. Mensch, ins Kinder nochmal. Okay. Gut, also scheint offensichtlich noch nicht ganz zurückgesetzt sein. Und das Schieben. Los. Ja, super. Was kann ich hier noch machen? Ah, da. Gelb, grün. Probieren wir das grüne Kabel. Ja, super. Das gelbe Kabel. Na gut, also es scheint nicht so zu sein, als ob ich hier irgendwie effektiv eingreifen könnte. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Und damit ist das Ding auch gegessen. Ach, Kara. Und die alte Haltung, die sie einnimmt. Na gut, aber der Speicher war ja fehlerhaft. Ah. Okay. Also der Speicher von ihr scheint fehlerhaft zu sein und deswegen... Gottes Willen. Er hat ihren Speicher gelöscht. Nein, das darf nicht passieren.
musst dich erinnern. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Nur zum Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Du musst dich erinnern, wer du bist. Sonst wird die Kleine sterben. Aber irgendwas passiert mit den Androiden in der Zelle, zumindest aus den Erfahrungen bisher. Das hätte man doch sehen können, als man runtergegangen ist. Warum hat sie das nicht gesehen? Ja, aber was interessant ist, dass wir jetzt den Hinweis darauf haben, dass die Androiden, die abweichen, also das heißt, deren Software diese Mutation aufweist, auch Mutation wieder in Anführungszeichen, dass die den Kontakt zu Cyberlife verlieren, also Cyberlife nicht mehr weiß, wo diese Androiden sind und damit wahrscheinlich auch nicht mehr von denen direkt Berichte abfordern kann und den Spezialisten Connor braucht, um die Abweichler aufzuspüren. Damit wird es tatsächlich zu einem relativ unkalkulierbaren Risiko, wenn einfach hunderte Androiden verschwinden. Ah, der Spiegel, die Haare. An sie erinnert sich. Ah. Das wird ein vollständiger Satz. Aber was soll ich an diesem Bücherregal anschauen? Wenn irgendjemand eine Idee hat, wenn irgendjemand eine Idee hat, was das bedeuten könnte. Gut, jetzt gehen wir erstmal ins Wohnzimmer und treffen Luther, den Riesen. Meisters Essen ist fertig. Bring es hoch zu ihm. Ja, Luther. Okay, jetzt wird hier auch bei Kara mittlerweile in den Situationen immer unverhohlen von Sklaven und Meister gesprochen. Das war eine Wortwahl, die ganz am Anfang des Spiels noch keine zentrale Rolle spielte. Also die tunlichst vermieden worden ist, um diesen Eindruck zu erwecken. Aber wir steuern in der Parallelhandlung mit Marcus tatsächlich auf eine Befreiungsbewegung hin, sodass jetzt hier die Wortwahl, die das Verhältnis zwischen Androiden und Menschen charakterisiert, schon sehr, sehr deutlich ist und explizit auf die nordamerikanische Sklaverei, an der das Spiel hier offensichtlich spezifische Anleihen nimmt, zu erinnern. Bring den Kadaver weg. Nach nebenan. Die Schwester ist einfach abgehauen. Diese verbluchte Hunger hat mich gegen eine beschissene Buch einfach allein. Der Typ sieht tatsächlich aus wie... Hast du mich verstanden? Ja, Slatko. Todd mit Bart. Okay. Es würde sich lohnen, das ganze Spiel hindurch zu schauen, auch in den Übersetzungen, wie hier spezifische Dinge benannt werden. Also Slatko sprach gerade von einem Kadaver, da wegzubringen sei. Luther! Luther! So, wie soll ich den jetzt bringen? Ja, Slatko. Ah, ja. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schau, was ich mit ihr mache. Verstanden, Slatko. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Super. Timer.
Also neben ungenauen Quicktime-Events gibt es noch zwei weitere Dinge, die ich in Videospielen eher überhaupt nicht mag. Das sind Timer und Unterwassersequenzen. In Jump'n'Runs gibt es nur in einem Spiel, in dem das gut umgesetzt worden ist. Das war Super Mario 64. RA9. Da haben wir es. Da haben wir Ralph als Erinnerung. Wer hat hier RA9 an die Wand geschrieben? Ah, mein Name ist Kara. Das ist das, was sie... an was sie sich erinnern sollen. Okay, schauen wir mal, wo wir hier sind. Ein mehr oder weniger lustiges Gruselkabinett mit allerhand Ausstellungsstücken. Das auch nicht bewohnt wird, sondern nur als Ablageort dient. Im Übrigen, sich an den eigenen Namen erinnern oder an den Namen anderer. Eine Empfehlung für den Anime Your Name. Kann ich da gleich noch aussprechen, während uns hier die Zeit davon läuft. Indem es in einer sehr rührenden Geschichte darum geht, welche Rolle es spielen kann, sich an den Namen des anderen zu erinnern. Und hier haben wir so einen Eisbär-Androiden. Das haben wir gelesen im Öffnen wir doch alles. Das Spiel schlägt manchmal Optionen vor, die ich eher nicht wählen würde. Aber solche Eisbär-Androiden haben wir in dem Flyer gesehen von Cyberlife. Okay, die Räume hängen hier alle zusammen und sind über den Korridor verbunden. Schauen wir mal noch weiter. Was ist das? Ah. Eine Pfeife. Und da haben wir Todd. Mein Name ist Kara. Da hat sie es. Alice? Und sie weiß den anderen Namen. Sie erinnert sich. Also ihre Software ist schon so weit mutiert, dass offensichtlich der Speicher eine Struktur angenommen hat, der es ihr erlaubt, auch eine Speicherrücksetzung gut zu verkraften. Und wenn ich jetzt nach Alice suche, ich gehe mal direkt ans Ende der Zimmer, bevor wir hier bevor wir hier in Zeitnot geraten noch. Alice? Kara? Kara, du erinnerst dich? Wie könnte ich dich vergessen? Okay. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Im Übrigen, um das vielleicht auch noch zu sagen, die Benamung von Dingen, das Erinnern an Namen ist über lange Zeitläufe der Literatur- und Sprachgeschichte ein eminent wichtiges Element. Und um es ganz kurz zu sagen, bevor wir hier in eine Sequenz hineinstolpern, nur die wichtigen Dinge haben Namen, ja? Also das heißt, alles das, was irrelevant ist für bestimmte Dinge, hat über lange Läufe keinen Namen. Okay, jetzt versuchen wir hier mal durchzukommen. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht so viel sprechen können, denn das wird jetzt gleich ernster. Okay. Also, ich sag mal, bis gleich. Sie kann ja nicht verschwunden sein. Dann krieg ich doch unter den Tisch. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Soll ich das jetzt halten? Ach Gott, das ist zum Korridor los. Kürzester Weg. Wieso? Nein!
da liegt noch ein Android in der Badewanne. Aber ich würde es gerne probieren, Slatko. Ich würde gerne versuchen wegzukommen. Das Versteckspiel ist jetzt vorbei. Ja. Lauf. Luther lässt sich aber extrem viel Zeit. Komm raus. Ach Gott. Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf! Lauf so schnell du kannst! Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Geh mir aus dem Weg. Nein. Nicht diesmal. Geh mir aus dem Weg, oder ich schieße durch dich durch. Wie kannst du es wagen? Was fällt euch ein? Was wollt ihr hier? Wer hat euch rausgelassen? Lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe! Gehorcht mir! Ich bin euer Meister! Die Axt in dem... Ich bin euer Meister! Okay. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Aber ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Okay. Ich vertraue dir. Ja, das sind so Dialoge. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Die wir ganz am Anfang des Spiels noch nicht geführt hätten. Es ging jetzt hier zwischen beiden Luther und Kara um Vertrauen. Sie hatte Angst, Alice zu verlieren. Also Angst und Verlust. Und sie erinnert sich, also hier wird auf der sprachlichen Ebene sehr schön auf ganz verschiedenen Ebenen eine, ja, wie soll man das sagen, eine Beziehung zwischen Androiden, wenn Alice ein Android ist, was ich sehr stark annehme, ein Android ist, hat eine menschliche Beziehung zwischen Androiden geformt, die... Wir schauen mal noch, wie das mit Luther weitergeht. Auf eine Familie hinausläuft, die jetzt mehr oder weniger auf dem Weg nach Kanada ist. Also die Story um Kara fällt hier faktisch komplett aus dem Rahmen raus. Und bei Marcus und Connor bewegt man sich schon relativ stabil aufeinander zu und sie entfernt sich eigentlich von diesem Handlungsstrang.
und bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Gut, das soll es für die 10. Folge erst einmal gewesen sein. Und ich bin sehr gespannt, wie Marcus vermutlich schon in der nächsten Folge den Widerstand von Jericho ausorganisiert und vor allen Dingen, was Connor macht, nachdem er beim letzten Mal in Anführungszeichen so versagt hat. Ich hätte eigentlich schon in dieser Folge wieder mit ihm gerechnet, aber die hatte es mit Zlatko im Herrenhaus in sich. Gut, also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.